Ja, auf die Frage, wie es mir geht in diesen Tagen der Selbstisolation, gibt es natürlich unzählige Antworten. Und ich möchte einfach zwei kleine persönliche Aspekte ansprechen und nicht Stellung nehmen zu politischen oder gesellschaftlichen Fragen in dieser Zeit. Die erste Erkenntnis in diesen Tagen ist die, dass es mir nie bewusst war, welche große Rolle die physische Präsenz anderer Menschen doch spielt. Mit einigen Menschen, zu denen ich vorher in Anführungsstrichen eher weniger Kontakt hatte, hat sich mittlerweile eine meistens schriftliche Online-Beziehung entwickelt, also eine Beziehung, die im richtigen analogen Leben eher etwas stockend war. Und umgekehrt merke ich, dass sich der Kontakt und Austausch mit manchen besten Freunden zunehmend zähflüssig gestaltet, wenn er auf Wort und Schrift reduziert ist. Das ist ganz lustig. Auch interessant vielleicht, dass mir eine richtige Empathie im Zuhören nur wirklich gelingt, wenn ich mein Gegenüber leibhaftig vor mir habe. Ja, die zweite Erkenntnis, wenn man so will: Homeoffice ist scheiße. Beim Kochen denk ich dir noch unfertige Arbeit zu Ende. Empfindung einer Splendid Isolation als solche fällt uns Musikern insofern schwer, als sie dann Üben genannt unverzichtbarer Teil unseres Arbeitsalltags ist, außerhalb gemeinsamer Proben bzw. zu deren Vorbereitung nötig. Man qualifiziert sich sogar als Musiker erst durch isolierte Arbeit für die gemeinsame, das Zusammenproben. Ähnliches könnte auch für das Leben in der Gemeinschaft selbst gelten, und vielleicht sind es die privatesten Gedankenspiele, die inneren Hör- oder Schauspiele nur für einen selbst, die uns für das Zusammenleben und die menschliche Gesellschaft erst vorbereiten. Gemeint sind die Träume. Seit Beginn der sogenannten Corona-Krise widme ich meinen Träumen besonders wache Aufmerksamkeit, in der Annahme, dass der gesellschaftliche Ausnahmezustand sich auch auf einer Ebene ausdrücken müsse, die aus Sicht der Gesellschaft oder der Öffentlichkeit besonders empfänglich, aber auch besonders schwer lesbar erscheint. Paradoxerweise dokumentiere ich meine #Corona-Träume nicht nur in einem Maße, welches mir mittlerweile den Schlaf selbst raubt, indem die Angst, Träume bei Tageslicht vergessen zu haben, meinen sonst unverstörbaren Nachtschlaf zwangshaft von innen unterbricht, sondern ich veröffentliche sie auch täglich in sozialen Medien, weitgehend resonanzfrei übrigens. Hier als Beispiel Corona-Traum Nummer 6, interne Kategorie Ordnungsträume,
am 29. März geträumt und auf Twitter veröffentlicht. Corona. Alle Konzerte bis Mai abgesagt. Ein Geisterkonzert. Nach der ersten Woche sprechen die Kollegen in den sozialen Medien über vorhandene oder nicht vorhandene Motivation. Ich übe jeden Tag, spiele gern meine Tonleiter. Es ist wie Zähneputzen, mein instrumentales Yoga. Ich habe die Kiste gern in der Hand. Corona. Zweite Woche. Man spürt jetzt die geschlossene Kita immer intensiver. Meine zwei Piraten sind 3 und 5 Jahre alt. Überquellende Energie im Zweizylinder. Duh.
End. Corona, die dritte Woche. Ein bisschen haben wir uns alle dran gewöhnt. Kollegen und Freunde trifft man im Videochat. Weiter werden Konzerte abgesagt. Manch kleiner Veranstalter hofft ab Juni noch. Ich glaube nicht, dass wir vor September wieder auf der Bühne stehen. Das Alpenvereins-Quartalsheft flattert herein. Zitat Anfang. Wir freuen uns auf den Frühling. Nun geht es wieder in die Natur. Wer einigermaßen gut zu Fuß ist, den hält jetzt nichts mehr zu Hause in der Wohnung. Natürlich muss jeder entscheiden, was geht und was nicht mehr. Die eigene Einschätzung ist wichtig. Zitat Ende. Ich übe wieder konsequenter und kümmere mich um liegengebliebene Projekte, wenn meine geliebten Rotzlöffel endlich eingeschlummert sind. Vierte Woche. Corona. Jubel! Es gibt ein Ereignis Anfang März, an das ich mich jetzt gerne erinnere. Eigentlich hätte ich in Indien sein sollen im April für eine lange Konzertreise. Auf dem Programm hätte Stockhausen gestanden. In Vorbereitung derselben hatten wir vereinbart, dass wir einige Teile schon vorproduzieren. Und gerade das letzte Blatt aus diesen 7 Tagen heißt Goldstaub, Golddust. Dort steht: Live completely alone for 4 days without food, in complete silence without much movement. Sleep as little as necessary, think as little as possible. After 4 days late at night, without conversation beforehand, play single sounds, without thinking which you are playing. Close your eyes, just listen. Ich hatte mir das Wochenende freigeräumt, die Familie war weggefahren und es war tatsächlich möglich, am Freitag das Internet abzustellen, den Computer nicht mehr aufzumachen, das Telefon auszustellen. Und das war gar nicht so schwer, die E-Mails nicht anzugucken und nicht irgendwas nachzuschlagen. Nichts zu wissen.
Am dritten Tag abends bin ich nach Berlin gefahren, habe die Bratsche ausgepackt und habe einzelne Töne gespielt. Es wurde doch ein längerer Block, weil viel in diese Musik gegangen ist oder in diese einzelnen Sounds. Und es war nicht wie das erste Mal Bratsche spielen, aber es war doch tiefer als sonst. Gerade weil ich so still gewesen war und gerade weil niemand Kontakt hatte zu mir.